Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, so. Ja, wir sehen wieder das Haus, ne, wie es am Ende fertig ist, aber wir sind ja noch nicht da. Wir sind jetzt erstmal noch hier. So, wir haben jetzt in der letzten Folge ja die obere Etage jetzt gezogen, ne, von den Räumlichkeiten. Und jetzt wollen wir sie auch einrichten. Ich habe schon den Boden reingemacht und das zeige ich euch jetzt wie. Also, passt mal auf. So, wir fangen jetzt an im Flur, ne, wir kommen die Treppe so hoch. Da, ihr nehmt jetzt für den ganzen Boden immer Teppich, sage ich mal. Jetzt der Flur, den macht ihr anfangs alles mit Teppich und dann macht ihr in der mittleren Spur so, habe ich jetzt blaue Wolle und Guane Wolle genommen und dann nochmal auf dem Boden halt nochmal so extra Teppiche drauf gemacht und die halt dann da so hier fixiert. Genau, so. Danach gehen wir jetzt einfach mal lup, hier hin. Hier habe ich jetzt Guane Wolle genommen, also auch Teppich jetzt überall platziert. Hier habe ich blaue Wolle genommen, einmal platziert, dann Guane Wolle, dann ein Fliesenmuster aus dunkelblau und hellblauer Wolle, ja, und dann hier wieder Guane Wolle und ja, so viel jetzt zu dem Boden. Ich fliege hier nochmal hoch, dann könnt ihr euch das Video mal kurz anhalten und euch das dann so übernehmen. So, habt ihr angehalten, dann ist gut. So. Nun fangen wir an mit dem Einrichten, das heißt wir fangen beim Flur an, den Boden haben wir jetzt gezogen, gehen an unsere Kiste, die können wir dann jetzt hier wegmachen. So, ich nehme jetzt einfach Gemälde und ein dunkler Eichenzauntor, wie Zaun davon, also das Zauntor einmal jetzt hier so platzieren, dann Eichenzaun so ransetzen und dann haben wir unser Geländer oben fertig. Danach können wir noch, weil es noch so ein bisschen kahl die Wände aussieht, hier noch Gemälde vielleicht anbringen, wenn wir der Meinung sind, ich will hier noch ein paar Gemälde setzen. Ansonsten lassen wir die auch einfach weg. Ne, das ist einfach Geschmackssache, ob man die hier noch ein bisschen dekorieren will, die Wände. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wir fangen jetzt im Zimmer der Eltern an, ne, von Marge und Homer. So. Oh, gehe ich erstmal an die Kiste ran. Lipp, ganz schön viel. Ah, ein bisschen zu viel, aber egal. So, wir fangen an mit Bögen, Türen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen Kleiderschrank. So, wir kommen jetzt hier rein und gleich hier auf der rechten Seite schlagen wir 1, 2 diese Wände aus, setzen vorne denn die Eichentüren rein. Ne, das ist dann unser Kleiderschrank. Ihr werdet sehen, warum das jetzt hier offen ist. Das seht ihr noch. Jetzt nicht wundern. Also erstmal so ein Kleiderschrank. Danach bauen wir das Bett der Simpsons. Da gehen wir jetzt einfach mal jetzt hier zu dieser Wandreihe und gucken mal erstmal, wo die Mitte ist. So, jetzt haben wir hier 5 an den Seiten, hier haben wir auch 5. So, das ist die Mitte. Ja. So. Die Mitte. Danach gehen wir dann einmal jetzt dahin, ne? Einmal hier so. Dann haben wir jetzt hier nur noch 4 frei. Das heißt, davor setzen wir zweimal orange Wolle. So. Und ganz vorne noch einmal lilane Wolle. Ne? So sieht denn das Bett aus. Wir können das jetzt noch ein bisschen anders machen. Wir können jetzt noch eine Decke darauf ziehen, ne? Also ein bisschen erhöhen dann jetzt hier die orange Wolle. Oder wir sagen, das ist schon die Decke und wir machen hinten den Bettpfosten ein bisschen höher. Dann nehmen wir einfach die lilanen Teppiche und dann klack, ist das ein bisschen erhöht. Dann können wir natürlich auch die Kopfstütze ein bisschen noch höher ziehen. Oder halt, wir lassen die so. Ja, das ist dann Geschmackssache, ob man diesen Millimeter noch ein bisschen mehr haben will. Genau. So, danach bauen wir ein, einen Schreibtisch für Marge, wo sie sich schminken kann. Einfach mit Bücherregalen. Dann hier die Mitte. Warte, wir haben ja alles hier. So, da nehmen wir dann einfach, ja, Eichenholztreppe, ne? Die gleiche Holzfarbe wie die Bücherregale. Dahinter bringen wir dann dreimal weiße Glasscheiben an, 2 hoch und dann nehmen wir jetzt einfach nur noch ja irgendein Slab aus dem Holz. Ich habe jetzt hier Fichtenholzstufe genommen, die davor platzieren und fertig ist unser Make-up Schreibtisch. Genau, so, danach nehmen wir jetzt noch Bücherregale, platzieren hier hinten in der Ecke 2,
Dann können wir noch so einen Sessel uns platzieren. Den können wir uns jetzt irgendwo hin machen. Ich habe den jetzt mal hier gemacht. Und ja, so, dann können wir noch grauen Teppich nehmen, den jetzt noch hier so drauf machen. Muss ja nicht unbedingt das Holz zu sehen sein. Vielleicht macht man sich hier hinten in der Ecke auch noch so ein Regal. Lasst so eure Fantasie freien Lauf. Wir können jetzt auch hier noch ein Regal setzen. Ja, einfach mal irgendwie eure Fantasie freien Lauf lassen. Oder ihr macht da ein Gemälde hin. Ja, die vielleicht nicht so ein großes. Ja, so. Ja, lasst euch da freie Wahl. Und dann machen wir jetzt noch am Bett ran. Also in Seiten noch vielleicht etwas. So zwei Bücherregale. Und dann noch Braustände drauf. Die sollen dann solche Nachttischlampen darstellen. Fand ich eigentlich ganz schön. Die Leute haben auch so eine kleine Lichtrate. Von daher passt das ja so für Nachttischlampen optimal. So, soviel erstmal jetzt hierzu. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Das ist jetzt das Badezimmer. Dann nehmen wir uns auch erstmal wieder alles von der Kiste. Ne, vom Badezimmer, blauer Teppich. So, wir fangen an mit Quarztreppen. Wir hatten ja jetzt hier unseren Kleiderschrank, das heißt, diesen Teppich jetzt hier machen wir weg. So, platzieren jetzt einmal hier unten Treppen und dann einmal Treppen so umgedreht darüber. Danach nehmen wir Quarzstufe, platzieren sie einmal hier so schräg darüber. Dann nehmen wir Tageslichtsensoren, da platzieren wir jetzt unter den. Wartet. Nee, das machen wir alles einmal so ein bisschen höher. Ne? Also auf der Treppe jetzt ein Slab, dann so schräg darüber ein Slab. So dass wir auf den Tag Lichtsensoren raufgehen können und davor dann nochmal Slaps. So, das soll dann so eine Dusche darstellen. Hier unten sind dann die Abflüsse. Man kann das auch auf ein machen, dann lässt man das so. Ja, passt eigentlich auch, das geht. Genau. Das ist dann unsere Dusche, unsere schick moderne Dusche ist das. Und ja, wen es nicht gefällt, der kann dann die natürlich auch kleiner lassen, machen, möchten, wie man möchte. Ne, kann man auch so machen. Müsst ihr einfach mal gucken, wie es euch gefällt. Und ja, die Dusche. Na, ich glaube, so sah das besser aus. Danach nehmen wir noch einen Kessel, platzieren jetzt hier noch in der Ecke, machen Wasser rein. Dann nehmen wir weißes Buntglas als Spiegel. So. Und dann noch vielleicht ein Bücherregal, ne? Da kann ja Shampoo oder sowas drauf sein. Und ja, so viel erstmal jetzt hierzu. Zu unserem kleinen Badezimmer und ja, so, dann wären wir jetzt hier fertig. Jetzt können wir uns den Kleiderschrank mal angucken. Ihr seht, er ist jetzt zu, ne, durch die Dusche, und ja, da bewahren sie ihre Sachen auf. Ja, so viel jetzt erstmal hierzu. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Jetzt gehen wir in Lisas Zimmer, und da gehen wir jetzt mal an der Kiste ran. Und nehmen uns da erstmal ein paar Sachen raus. So, wir beginnen jetzt einfach mit dem Bett. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach Magenta-Wolle. Suchen uns ja hier jetzt die Mitte, platzieren jetzt zwei Blöcke übereinander. Davor schlagen wir jetzt den Teppich mal zweimal weg. Platzieren dann zwei Blöcke dunkelblaue Wolle. Danach nehmen wir wieder Magenta-Wolle, machen dann ja, das Bettende. Dann können wir das wieder machen wie jetzt beim anderen Bett von den Eltern. Das heißt, jetzt hier machen wir entweder ne, die... das Fußende ein bisschen höher oder machen da jetzt halt ja, eine Decke rauf. Ne? Sucht euch das aus, wie ihr das möchtet. Und ja, so viel dazu zum Bett. So. Ne? Wo ist denn die Tür hin? Da ist sie. Ja, jetzt machen wir natürlich bei dieser auch noch einen Kleiderschrank. Das heißt jetzt, wir kommen hier so rein und dann hier hinten jetzt an der Wand schlagen wir diese zwei weg. Warum können wir das machen? Wir hatten es ja hier zwei dick gemacht. Da setzen wir dann die Türen ein und haben da unseren Kleiderschrank. Jetzt können wir vor den Kleiderschrank noch, sage ich mal, ein Regal setzen. Aber müsst dann einfach gucken, wie es euch so passt jetzt hier rein. Vielleicht auch ein noch davor. Müsst ihr einfach mal gucken, wie es euch gefällt. So. Danach nehmen wir jetzt noch Dschungelholztreppe. Platzieren einmal hier. Hier so gegeneinander so überstellen. Dahinter platzieren wir dann weiße Buntlerscheiben. Ne? So machen wir das.
Danach machen wir uns noch ein Regal jetzt hier in dieser Ecke neben dem Bett. So. Darauf können wir dann noch grau einen Teppich platzieren, vielleicht so noch so ein Regal machen. Und ja. So, dann machen wir noch Lisa auch noch einen Nachttisch. So. Ja, fertig wäre eigentlich ihr Schlafzimmer. Man kann es dann auch wieder mit Gemälde ausstatten, wenn ihr wieder ein paar Gemälde da haben wollt, wenn es euch noch ein bisschen leer ist. Ansonsten lasst es einfach so. Ja, fertig ist dieses Zimmer. Und dann gehen wir gleich mal ins nächste. Wo gehen wir jetzt hin? Freie Wahl. Ich sag mal, wir gehen in Maggies Zimmer. Und ja, so, wir begehen uns wieder an der Kiste. So, wir fangen mit ihrem Bettchen an. Das heißt, wir nehmen orange Wolle, gehen jetzt hier hinten ans Fenster, in die Ecke, schlagen dann, ja, nur so, so dreimal nach vorne und das mal zwei dann in die Länge. So, zack, zack, haben wir das. Erstmal das. Danach gehen wir jetzt hier, wo die Mitte ist, in der Ecke und machen da jetzt einfach mal rote Wolle hin, also dieser Teppich. So, danach nehmen wir den Birkenzauntor, platzieren es einmal hier so, dann nochmal hier so, an den Ecken dann immer Zaun und dann hier nochmal Zauntor. Das ist dann das Kinderbettchen. Ne? Maggie soll ja nicht rauskrabbeln während der Nacht. Und ja, so viel dazu. Na, was nehmen wir jetzt noch? Dann machen wir noch ein paar Regale. Dafür nehmen wir den Faden oder kein Faden. Kommt immer darauf an, wie ihr euch das machen wollt. Lassen wir jetzt einfach hier einen Block frei. Platzieren dann so drei. Ja, drei reichen. Und dann darüber vielleicht auch nochmal so. Und dann, weil es so schön war, können wir es ja nochmal so machen. Vielleicht wollt ihr es ja noch ein bisschen größer haben. Das heißt, wir nehmen dann einfach Faden und machen oben noch das größte Regal. Dann sieht das Ganze so aus. So, dann nehmen wir jetzt noch ein paar Bücherregale, machen jetzt noch so einen Wickeltisch. Möge einfach hier so ein machen, ne? Kann man Maggie drauf wickeln. Und ja, so viel dazu. So, Maggie ist ja ein Baby und da habe ich mir so gedacht, weil es ja ein Baby ist, will es bestimmt auch noch spielen. Und von daher gibt es halt auch Spielzeug. Dann nehmen wir jetzt einfach diese Köpfe von Minecraft. Können wir jetzt einfach so Skelette, Zombie, ne? Das sind dann irgendwelche Filmfiguren oder sowas, was halt da in der Serie manchmal läuft. Einfach mal irgendwie willkürlich hier setzen. Und ja. Fertig wäre Maggies Zimmer. Und ja. So sieht das Ganze dann aus. So, gehen wir dann mal hier raus und gehen mal in das nächste. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter mit den Schlafzimmern. Das heißt, wir gehen in Badzimmer. So, wir machen dann erstmal wieder das Bett. Ne, das machen wir jetzt so wie bei Lisa. Suchen uns die Mitte hier. Nehmen dann aber jetzt rote Wolle. Dafür dann wieder zweimal blau und wieder rot. Danach können wir uns wieder aussuchen, ob wir eine Decke haben wollen oder halt das Fußende ein bisschen erhöhen wollen. Und ja, fertig wäre das Bett. So. Danach machen wir einen Kleiderschrank. Dafür gehen wir jetzt hier in die Ecke und können den einmal hier so an die Wand platzieren. Danach nehmen wir jetzt hier diese Seiten wieder weg und machen dann da einfach so einen Schreibtisch hin, wo Bart seine Hausaufgaben macht. Aber ich glaube, das wäre wieder umsonst, sowas zu sagen. Dann kann man hier noch in die Ecke noch so ein Bücherregal machen oder so, wo er sein Spielzeug aufbewahrt. Die ganzen Krusty-Figuren und alles, was er sich halt ansammelt. Und dann vielleicht hier auch noch irgendwie so ein Regal. Schlagen wir jetzt einfach, ja, drei weg. Machen die Treppen dann halt so aneinander ran. Darüber dann einfach, ja, Slabs. Und darüber können wir dann noch immer grauen Teppich platzieren und haben dann nochmal so ein kleines Regal. So, danach haben wir noch Gemälde. Können dann, sage ich mal, noch irgendwelche Gemälde machen. Hier, guck mal, das sieht auch aus wie Krusty. Und ja, sucht euch da irgendwas aus, platziert euch das hier noch irgendwo und ja, so viel dazu. So, das ist denn jetzt Badzimmer und jetzt gehen wir noch in das Badezimmer
Ne? Hier war ja der Boden, ne? So ein Fliesenmuster. So. Wir beginnen mit der Toilette, ne? Die Simpson brauchen ja auch eine Toilette. Die machen wir jetzt einfach hier in die Ecke. Da dann einfach eine Eisenfalltür ran. Und dann an der Wand jetzt hier, sag ich mal, ist das denn die Klospülung. Dann kannst du hier die Toilette betätigen. Danach kommt dann hier gleich daneben in die Ecke der, das Waschbecken. Genau, das Waschbecken. So. Danach wollen die ja auch noch baden. Vielleicht, dann machen wir jetzt hier einfach in der Ecke noch eine Badewanne. So. Ne, die Badewanne. Und danach können wir immer noch solche, in manchen Badezimmern sind ja noch solche extra rutschfesten Teppiche. Da machen wir jetzt einfach mit gelber Wolle hier so ein bisschen darstellen. Ja, hier vielleicht auch noch so ein. Ne, dass sie hier nicht ausrutschen. Und ja. Vielleicht nimmt ihr noch Leitern. Das sollen dann solche Handtuchhalter sein. Ne? Da gibt es ja auch solche überheizten Handtuchhalter, aber wir nehmen jetzt so einfache. Und ja, so viel dazu, wie das Badezimmer hier ist. Und dann wäre das auch Ganze erstmal fertig. So, die Simpsons haben auch noch einen Dachboden. Den werden wir aber in der nächsten Folge machen. Das heißt, ich fliege mal ein bisschen hoch, dann kann man es besser sehen. So, wir haben ja jetzt jedes Zimmer eingerichtet. Jetzt habt ihr ja hier den Flur. Ja, da geht ihr dann so hier lang. Und da hier wird dann der Dachboden, ne, der Eingang sein, wo man dann reinkommt. Und ja, das werden wir dann alles in der nächsten Folge machen, weil dafür müssen wir ja das Dach machen. Und ja, dann habe ich euch jetzt erstmal alles wieder gezeigt, ne? So sieht das Ganze denn hier aus. Ich stelle mich jetzt auch so Safety hin, dann sehen wir das hier alles noch. Ja, so ist doch schön. So, und dann sage ich einfach mal, haut's rein und bis zur nächsten Folge.